Hallo meine lieben, coolen, süßen, verrückten. Ich dachte, ich mache heute mal ein Video, wo ich ein bisschen was aufkläre. Ich habe nämlich schon ganz viele Mails bekommen, warum ich überhaupt YouTube mache und warum ich damit nicht aufhöre. Und vor allem, wann ich meine Videos überhaupt drehe, wenn ich doch Mutti bin und einen Job habe. Die Fragen kann ich eigentlich ganz leicht beantworten. Und zwar, warum mache ich YouTube? Weil es mir Spaß macht, um euch zu unterhalten und weil es einfach mein Hobby geworden ist. Ich brauche das einfach, dieses Video bearbeiten, mich vor die Kamera zu setzen, Scheiße zu labern und bla. Ich brauche das einfach. Macht es einfach Spaß. Warum höre ich mit YouTube nicht auf? Warum sollte ich? Ich mache die Videos ja für euch. Also um euch zu unterhalten. Warum höre ich damit nicht auf? Keine Ahnung. Es macht mir einfach Spaß. Ich will damit nicht aufhören. Warum auch? Wie schaffe ich die Videos, obwohl ich Mutti bin? Um ehrlich zu sein, mache ich meine Videos nachts oder zur Mittagszeit, wenn mein Kind Mittagsschlaf macht. Es ist sehr, sehr anstrengend, vor allem wenn ich zwei Videos die Woche drehen muss. Mittwoch mein Do-it-yourself-Rezeptvideo und am Sonntag mein Unterhaltungsvideo. Aber wie gesagt, ich mache es für euch und ich mache das gerne. Es macht mir Spaß und andere gehen Fußball spielen, andere zocken, andere gucken gerne Filme. Ich mache halt eben gern das und ich will damit auch gar nicht aufhören. Dumme Kommentare generell. Ich finde es einfach blöd, ständig unter meinen Videos oder unter meinen Posts oder Bildern, die ich mache, zu lesen. Oh, die Frisur hast du geklaut. Oh, das Video hat schon Dagi Bee gemacht. Das ist voll geklaut. Du machst alles nach. Leute, zeig mir bitte mal eine Frisur, die noch keiner hatte. Ich meine, das... Ich bin ganz ehrlich, diese zwei Bubble auf dem Kopf, die habe ich nicht von Shirin David geklaut. Ich hatte sie nämlich schon letztes Jahr im Februar oder so mal gepostet. Ich bin ehrlich, ich habe die von Miley Cyrus. Zeig mir aber eine Frisur, die man noch nie irgendwo nachgemacht hat. Irgendwo holt man sich immer Ideen, auch bei YouTube. Man holt sich Ideen bei anderen YouTubern, die machen das nämlich genauso. Und es ist halt einfach so, wenn man eine eigene Idee hat, okay, schön und gut und das mache ich auch. Ich habe auch eigene Ideen und setze auch meine eigenen Ideen um. Meistens ist es wirklich so, dass ich irgendwo einen Titel sehe und denke so, okay, so ein Video kannst du eigentlich auch mal drehen. Und ich gucke mir das Video gar nicht jetzt an, sondern ich mache meine eigenen Ideen draus. Und manchmal kommt es wirklich vor, dass das Video fast so ist wie das Original, aber ich habe mir halt wie gesagt meine eigenen Ideen reingemacht und nicht mir das Video erst vorher angeguckt. Vergesst bitte wirklich nicht, es ist alles nur Unterhaltung, es ist nichts davon in den ganzen Videos irgendwo ernst gemeint oder sonst irgendwas, wenn ich die 10 Arten Videos mache oder diese typischen Videos oder wenn Frauen ihre Tage haben, es ist alles pure Unterhaltung und ihr sollt einfach dastehen und lachen und mehr nicht. Oder da sitzen. Ist mir eigentlich egal, ob ihr da steht oder da sitzt. Was ich euch noch mitteilen wollte, und zwar wie 2015 mein Plan von meinem YouTube-Channel aussieht. Und ich hoffe, ich kann es umsetzen, weil ich habe einen ganz großen Traum. Braucht dazu aber auf jeden Fall noch ein paar Leute, die mir helfen und mich dazu unterstützen. Und zwar habe ich vor, Songs zu parodieren, beziehungsweise auch eigene Songs zu machen. Und weil ich nicht singen kann, und das wisst ihr auch, ich meine, wenn ihr mein Video schon gesehen habt mit dem Miley Cyrus, vorletztes Jahr zu Weihnachten im Adventskalender, dann wisst ihr, dass ich nicht singen kann und ich möchte es trotzdem machen, es ist einfach nur Unterhaltung. Genau wie die Lochis das machen, wie die Außenseiter das machen, White Titty, und die ganzen meisten YouTuber, die machen es einfach nur aus Unterhaltung, die können auch nicht wirklich singen. Wenn ich mir das mal so rausnehmen darf zu sagen. Und genau das ist es, was ich auch machen möchte. Es macht mir tierisch Spaß. Ja, ich würde es gern machen. Ich würde es gern ausprobieren. Und ja. Und ich wollte mich nochmal ganz doll bedanken für über 100.000 Abonnenten. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Und das Ding ist, ich glaube, ich habe das im November geschafft. Diesen über 100.000. Und wir sind jetzt bei 131.000. Das ist so mega. Ohne Witz, ich muss... Danke, danke. Dieser Channel wächst einfach so mega krass schnell gerade. Ich komme wirklich nicht drauf klar. In 3 Monaten 30.000. Okay, andere YouTuber schaffen es viel schneller. Ist mir aber völlig egal. Ich freue mich einfach, dass meine Videos so gut bei euch ankommen. Und ich freue mich auf mein weiteres Jahr auf YouTube. Und es wird auf jeden Fall eine Menge auf euch zukommen. Und es wird mega geil. Ich verspreche es euch. Ich werde niemals so ein krasser YouTuber sein wie Dagi oder weiß ich nicht wie alle. Die haben ja YouTube als Hauptberuf und ich habe noch einen Job und ich habe noch ein Kind. Das heißt, ich kann niemals so spontan sein und irgendwie einen Vlog drehen, auch wenn ich das gerne möchte. Ich kann nie einfach spontan in Urlaub fliegen und geil Videos draus machen. Ich habe die Zeit nicht, um alle Videos so geil zu bearbeiten wie die meisten. Aber, ich gebe wirklich mein Bestes. Ja, das sind einfach die Sachen, die ich jetzt mal loswerden wollte. Die haben mich einfach so tierisch genervt. Schluss mit dem Gelaber. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wenn nicht, mache ich aber noch ein Video hinterher. Und pff, ist mir egal. Ich
Ich habe euch auf jeden Fall, ich kann nicht mehr reden, es ist immer so spät, ich werde nur ins Bett. Ich habe euch auf jeden Fall ganz, 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 ganz doll lieb. Okay, alles klar. Ne, wollte ich nicht sagen. Also, mua, haut da rein. Wupp.